Widerwillmittelsgrunderlass von den kommunalen Aufgabenträgern, dass sie bestandskräftige, aber rechtswidrige Bescheide nicht mehr vollziehen und keine weiteren Verzugszinsen erheben. Er will das Hilfsprogramm erweitern und den Aufgabenträgern weitere zinslose Darlehen gewähren, die sich für die Rückzahlungsoption 3 entschieden haben. Verfassungswidrig war, das steht nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von 2015 fest, die Anwendung des damals geänderten § 8 Kommunalabgabengesetz durch die Verbände, durch die Gerichte und durch die Landesregierung. Es waren alle beteiligt in dem jeweiligen Stadium. Die Probleme wuchsen und sie wuchsen, nur die rechtstreuen Bürger gehen leer aus. So viel zum Vertrauen in Regierungshandeln. Die meisten Zweckverbände weigern sich auf Anweisung des Ministeriums, die bestandskräftig gewordenen Bescheide aufzuheben und die rechtswidrig erlangten Beträge zurückzuzahlen. Mit Ausnahme etwa Cottbus und Bernau. Da sieht es anders aus, da geht es, das begrüßen wir ausdrücklich. Dabei ist die Lösung des Problems auch auf dem Tisch. Ich verweise hier auf unseren Entschließungsantrag. Auf Antrag der Betroffenen ist eine Selbstüberprüfung vorzunehmen und die Bescheide sind auch im Falle der Bestandskraft dann aufzuheben. Dies entspricht im Übrigen einerseits der Selbstkontrolle der Verwaltung und zum anderen auch dem Selbstverständnis der Bürger, welche gerade auf ein ordnungsgemäßes Behördenhandeln ausgerichtet sind. Diverse Anträge der Opposition wurden sämtlichst durch Rot-Rot abgelehnt. So viel weiter zum rechtsstaatlichen Handeln. Mehr als 100.000 Haushalte sind nunmehr betroffen. Solange das Innenministerium nicht im Rahmen der Kommunalaufsicht eingreift, wird sich dieses mit Sicherheit auch nicht verringern. Das Brandenburgische Oberlandesgericht ist schon angesprochen worden, spricht in seiner Entscheidung von legislativem Unrecht, was ein bemerkenswerter Begriff ist. Es richtet den Ball an uns, dieses legislative Unrecht abzustellen. Ich sehe momentan nicht hier im Hause die Situation, dass Rot-Rot dazu bereit ist, die rechtstreuen Bürger, die im Vertrauen auf rechtmäßiges Handeln der Verwaltung gezahlt haben und auch nicht dagegen vorgegangen sind, in irgendeiner Weise entgegenzukommen. Das wäre aber dringend geboten. Daher können wir nur verweisen auch auf die Lösungsansätze, die Professor Brüning in seinem Gutachten von 2016 gemacht hat. Er hat ja da auf 130 Abgabenordnung hingewiesen, was natürlich eine Ermessensentscheidung ist. Aber wenn Sie sich das genau angucken, dann liegt genau dies hier vor. Es besteht die Möglichkeit, über diesen Weg dieses Unrecht, was den Brandenburgern zugefügt wurde, durch legislatives Handeln wieder zu beheben und die Sache zurückzudrehen. Weil, sind wir ehrlich, der Rechtsfrieden, das ist ein hohes Gut und die Rechtssicherheit für die Betroffenen ist auch ein hohes Gut. Und der Unmut im Land Brandenburg ist immens, weil im Grunde überall unterschiedlich gehandelt wird. Wir sehen auf der einen Seite Cottbus, wir sehen auf der einen Seite Bernau und wir sehen die vielen anderen Abwasserzweckverbände, wo völlig anders gehandelt wird. Und das geht in die Köpfe der Brandenburger nicht rein. Und wie gesagt, wir müssen dieses, was das OLG Brandenburg feststellte, legislative Unrecht aufheben. Und dazu sind wir gefordert. Ich sehe bloß bei Rot-Rot keine Möglichkeit,
da richtig ranzugehen und konsequent die Sache auf Null zu stellen. Vielen Dank.